Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge bei Conan Exiles Season 3. Ja, Teil 3 der namenlosen Stadt. Und wir werden mal gucken. In der letzten Folge hat unsere liebe Hirenessa ja Level 10 erreicht und damit die ersten Fähigkeiten freigeschaltet. Wollen wir mal gucken, wie weit wir mit ihr jetzt in der nächsten, also in dieser Folge kommen. Hier oben läuft noch ein Drachen rum, ne? Den können wir natürlich auch nochmal mitnehmen. Können wir gleich nochmal Materialien mitnehmen. Mit dem neues Haustier. Ja. Die hat ihm genau gezeigt, wo sein Platz ist. So, dann müssen wir bloß mal eine Übersicht verschaffen, wo wir jetzt gerade sind. Wir könnten jetzt hier theoretisch eh einmal rumlaufen, ne? Und im Anschluss kommen wir zum Aviarium. Wir müssen bloß mal gucken. Aber ich glaube, das Aviarium war, glaube ich, das, wo die Fledermaus, wo der Fledermaus-Boss ist, ne? Das heißt, zwei Bosse haben wir jetzt hier nochmal. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um unsere Getränke, ne? Ich meine, wir haben noch genügend Wasservorräte dabei, aber... So, und frei. Silberstaub nehmen wir gerne mit. Ein paar Stahlteile. Und staunen. Selbst die ganz normalen Skelette hier haben teilweise wirklich gute Beute dabei. Ne? Kann man gar nicht mal meckern. Ja. Erst die nächsten Untoten noch zerhackstückeln. Ja. Mal sogar alles mitnehmen, meinetwegen. Das Leder hier auch noch. Hm. Hat er erstmal leichtes Spiel mit dem gehabt. So, ich werde mal eine Sache machen. Wir schalten mal wieder den Tag auf morgen. Damit wir hier einfach wieder ein bisschen schneller Tageslicht bekommen. Das ist schon eine Suite, unsere Hirenessa, ne? Hilfreich, kompetent, gut aussehend, was will man mehr? So, dann sprech mal mit ihm hier mal. Was meinst du? I smell you, human. The stench of your kind has not improved throughout the eons. Der ist ja frech, ne? Ashes and dust, human. Ashes and dust. All that remains of what we once were. An echo of an echo. In my mind, I still walk the streets of our city. The iron scent of blood as I pass the temple of the old serpent. The thrumming power in my veins as I chant the ritual of summoning. The intoxication and ecstasy of knowledge. Ashes and dust. Glaub, er mag Asche und Staub. When the world was shattered, your people came to us as refugees. We were generous. We gave them the Wild North. They built a city there amongst the trees and practiced weird sciences and worshipped their demon gods. For a thousand years, there was peace and trade among our peoples. But your kind is ever seeking, ever grasping, ever multiplying. War was erfahrungsbereit. And when it came, it was terrible. Ständig paarungsbereit. Ah ja. I see that you wear the bracelet, human. When the war between our peoples began, we created such to bend the prisoners of war to our bidding. My kind are long-lived and slow to replenish our numbers. And as we dwindled in the war, we increasingly came to rely on human prisoners to provide us with labor. To that end,
we created the bracelets. To bond your kind, to control your movements, to allow you to understand our language, and to prevent your kind from escaping. But that was an eon ago. To what purpose they have now been attuned, I cannot say. Spricht von unserem König, ne? Mich würde mal interessieren, wer damit genau gemeint ist, ob das der Tyros sein soll. I was one of the triumvirate that ruled this land. The archivist concerned himself primarily with the collection of knowledge, and the priest king had dominion over our spirits and the rituals of our faith. The people called me the Warmaker, for it was my duty to keep them safe, and for a while I did my duty. I held the northern passages against the humans. Together with the archivist, I established the watchtowers to warn us of the coming of the humans. They burn still, bonded one. When their color changes, it is because those of your kind have crossed the borders to our kingdom with the intent to slay, burn, and kill. Aber wenn Menschen von außerhalb noch immer das Land betreten können, dann verstehe ich nicht ganz, dass wir davon nicht mehr irgendwie zu Gesicht bekommen. Wenn das wird jetzt wahrscheinlich so ein bisschen die Geschichte von Age of War sein. Die Stygia kommen ja von außerhalb, ne? Was? Teilweise so ein bisschen Logiklücken drinne, teilweise. In the end, we were betrayed. During a skirmish in the north, the humans revealed a new weapon, forged of their strange science. It smashed through the ranks of my troops, turning those captured in its blast into solid stone. Those who survived fled south to lick our wounds. During this moment of weakness, the priest king came to me with a proposal. A new ritual to counter the human sciences. A powerful magic to scour the landscape and drive them forth. In desperation, I agreed. Der Sandsturm, ne? In ages past, this was the most fertile land in our empire. And then I unleashed the magic and created the sandstorm. And I lost control of it. I betrayed my people to a slow, dwindling doom. Tja, hat den Sandsturm entfesselt. Jetzt wissen wir's. I've been alone in the darkness for a long time, human. Few have come to me over the eons. But there was a man who came here years ago. I had not spoken with another being for thousands of years, and there was a hunger in me for conversation. He did not wear a bracelet as you do, so he learned my speech, and he listened to me talk of this city and what it once was. And for a while, as I described it to him, it lived again in my mind. Perhaps I spoke too much. When I told him of the greatest artifact of our religion, Todd Amon, the serpent ring of Set, he left me to search for it. And now your kind come into my city again, wearing the slave bonds and disturbing the dead. Time has taught me that coincidences are simply patterns that I have not yet understood. Todd Amon war das dann mit dem Schlangenring. Ashes and dust, human. Ashes and dust. All that remains of what we once were. An echo. Ach, das wiederholt sich schon, da waren wir gerade schon, ne? Das haben wir schon gehört. So, dann müssen wir uns noch einmal in die Verderbnis begeben, ne? Damit wir den Boss hier drinnen noch umboxen können. Das wird jetzt nochmal ein kleiner kritischer Moment hier. Und hier war doch eben irgendwas mit Interagieren. Ah, hier. This is the spiritual heart of our city. Herein, the sacrificial rituals of Set are performed constantly, such that the spirit of sacrifice will bring glory and victory to our people. Enter, slave. If you have been bidden to come here, if it is the purpose of your being to be given to the old serpent, mal ein bisschen sputen hier. Weil hier nicht die ganze Zeit Verderbnis kriegen. Oh. Die Schlange muss jetzt schnell weg.
Ich muss nämlich die ganze Zeit Verderbnis hier. Ist aber cool, dass man bei der Schlange direkt auch diese Peitschenhiebe sieht als, als Verletzung. Ne? Ich habe so richtig so eine roten Striemen. Und gut, dass Sirenessa so viel Lebenspunkte hatten. Weil ein Dreier-Stack gibt, ist jetzt nicht zu unterschätzen. Dreier-Stack Gift sollte man nicht unterschätzen. Schnell mal nach hinten losgehen. So, ist hier noch irgendwie was? Nicht wirklich, ne? Bisschen unterwältigend, hätte ich mir jetzt mehr von erhofft, muss ich gestehen. Hat leider gar nichts, nicht mal eine Truhe oder so. Das ist ein bisschen unterwältigend. Hier irgendwo bei den... Ah, hier sind noch ein paar Truhen. Ja, wenigstens etwas, ne? Zumindest hier und da noch ein paar Schätze. Eine Truhe. Oh. Jetzt geht's schon los. Jetzt haben wir schon keinen Platz mehr im Inventar, ne? Ja, schmeiß mal ein bisschen Zeug raus. Bisschen Zeug, was wir nicht unbedingt brauchen. Wir haben halt viel zu viel Fleisch dabei, ne? Dämonenblut bräuchte man eigentlich nicht zwangsläufig. Ja. Wie ich gesagt habe, ne, wir müssen unbedingt darauf aufpassen, dass unser Inventar nicht zu voll wird. Oh, da nichts wie raus hier. Mal theoretisch mal testen, ob wir mit dem Schlangen, mit dem Menschenherz hier des Helden, ob wir da wirklich dann entsprechend unsere Verderbnis runterkriegen, ne? Ich meine, bis jetzt haben wir großes Glück, bis jetzt sind wir noch nicht wirklich irgendwie Anführungszeichen verstrahlt, ne? Mal gucken. Haben wir noch zwei Wege, einmal geradeaus und einmal nach rechts. Ne? Zwei Bosse müssten jetzt hier noch sein. Gehen wir mal als erstes hier nach unten. Schnappen uns den Skelettboss hier noch. Hm. Weit ist sie? Ja, oh, sieht ganz gut aus. Hm? Fast die Hälfte zum nächsten Level hat sie schon wieder. Oh, das wird jetzt natürlich ein bisschen ätzend. Hoffen wir mal, dass sie die alle kaputt kriegt. Das ist nicht gut. Ey, Leute. Ey, sachte hier. Sachte. Das sieht ein Fan-Treffen aus wahrscheinlich.
Muss ich direkt mal selber was tun hier, ne? Was kümmert sich Renessa drum? Na komm mal kaputt. Das scheint mir immer so zu sein, dass dieser Debuff eine Art Lebensentzug ist, ne? Denn die Renessa hat sich gerade wieder voll geheilt. Sieht mir also so aus, als ob sie dem Ziel Leben abzieht und sich da im Gegenzug damit hochheilt. Echt interessant. So, was haben wir hier schon? Das Geißel der Untoten. Und ein Schatz. Vergoldetes Horn, nehmen wir mal mit. Na gut, hier werden wir wahrscheinlich... Nee, hier kriegen wir keinen Splitter raus, schade. Ich dachte, hier kriegen wir vielleicht nochmal irgendwie Dingsbumskirschen, ne? Aber leider nein, leider gar nicht. Wir haben aber auch viel Material schon wieder in der Tasche, ne? Es wird echt anstrengend, das nachher alles wieder auszusortieren. Oh, muss da alles sein, ne? Oh, hier noch das eine oder andere noch mitnehmen. Mache ich nochmal durch. Goldstaub. Eislotus. Ist heftig, dass wir es eigentlich nicht brauchen, aber wir brauchen es tatsächlich nicht mehr. So, gehärtete Stahlsichel. Perfektionierter, gehärteter Stahlstreitkolben. Ha? Minimal besser, ne? Stärkungskit. Sternmetallpickel. Können wir schon mal mitnehmen. Gehärtete Stahlsichel können wir theoretisch auch schon mal mitnehmen. Den Rest brauchen wir eigentlich nicht nur. Den Rest brauchen wir theoretisch nicht. Mal gucken, hier drüben liegt noch ein Gerippe. Ah. So, und dann müssen wir einmal nach oben. Gucken wir nochmal nach oben zu den Fledermäusen und machen den Fledermausboss auch noch schnell. Dann haben wir die namenlose Stadt einmal komplett durch. Dann sind wir hier einmal durch. Kommt natürlich wieder direkt Verderbnis, ne? Aber die namenlose Stadt einmal komplett geklärt. So, hier Renessa, dann... Attacke. Machen kaputt, Junge. Peitschenhebe, dann müssen wir wechseln. Na gut, einen noch.
Haben wir noch schönes? Reißende Flut. Wasseratmung. Oh. Aber ich glaube, das ist ein Wurfspeer, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Ich glaube, das ist ein Wurfspeer. Aber Wasseratmung ist nice. Das muss man mal dazu gestehen. Wasseratmung ist nice. So, guck mal hier bei der Tafel auch nochmal. Slave, if you have been chosen to work the aviary, be wary. The winged demons that we use to complete our errands are fed on the flesh from the sacrifice pits. But they see your kind as prey. Oh. The aviary allows us to rule our empire, carrying the decrees of the triumvirate across the land. Our beasts feed themselves as they travel, and they are intelligent enough to never lose their way. Like you, bonded one. They make excellent servants. Mal langsam mal ein bisschen für Platz schaffen hier, ne? Haben leider nicht mehr so viel Platz in der Tasche. Hm. Langsam aber sicher sollten wir uns jetzt hier mal verkrümeln, ne? Jetzt haben wir so dermaßen viel Verderbnis schon bekommen. Hm. Unser Gesicht wird schon ein bisschen knochig irgendwie, ne? Langsam aber sicher wird unser Gesicht knochig. Also zumindest ein bisschen Auswirkungen von der verderbten Zammer mittlerweile. Aber wir sollten dringend mal irgendwas trinken. Haben wir schon noch Alkohol? Haben wir noch, ne? Rotwein, Honigwein. Das war jetzt nicht so gut. Das war jetzt nicht so gut. Haben wir wieder zu hohe Temperatur. Das ist nicht so gut. Wird man mal einen Schluck trinken hier. Dass wir dem ein bisschen entgegenwirken können. Oh, zwei Bogenschützen-Dudes. Wunder, dass wir überhaupt was sehen noch, ne? Zweimal Alkohol getrunken hier. Ja, trifft sie ihn überhaupt? Ah ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, dann müssen wir mal gucken. Theoretisch müssten wir jetzt bloß nach Norden dann abhauen. Ich würde mal eins sagen, wir gehen mal in die Folgenpause. Ich werde in der Zwischenzeit dann mal unser Inventar ein bisschen entrümpeln und wir werden uns ungefähr... Naja, hier im Außenbereich der namenlosen Stadt nochmal wiedersehen. Hier werde ich unsere Reise dann in der nächsten Folge dann mal fortsetzen mit euch gemeinsam. Damit wir halt genügend Platz wieder haben, damit wir Klaels Westrum auch vernünftig plündern können. Ne? Das wird der nächste Step sein. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja, machen eine Folgenpause. Und ja, wie gesagt, sehen wir uns in der nächsten Folge bei Conan Exiles Season 3. Dann bleibt mir schön gesund. Ringehauen und... Ciao, ciao.